Herr Staatssekretär, herzlich willkommen auf der Expo Real. Sie haben gerade mit bei der BID den Stand eröffnet. Unser Präsident Dr. Mattner, der hat Ihnen auch im Frühjahr das Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft mit Daten, Fakten zur Branche überreicht. Welchen Stellenwert haben die Verbände der Immobilienwirtschaft für Sie? Also die Verbände haben natürlich einen außerordentlich hohen Stellenwert für die Bundesregierung, insbesondere für das Bauministerium. Wir müssen uns natürlich austauschen, das machen wir sehr oft, auch so, dass es von der Öffentlichkeit nicht bemerkt wird. Es finden sehr viele Fachgespräche statt und so können wir natürlich auch unsere Politik entsprechend steuern, lenken und leiten. Und hier ist in den nächsten Jahren außerordentlich viel zu tun. Man hat auch den Eindruck, Sie sagen es richtig, man hat viel zu tun im Bereich Immobilienwirtschaft. Die Branche wird auch in den Medien, in der Öffentlichkeit viel stärker wahrgenommen. Vielleicht noch nicht ganz so, wie die Branche sich das selbst erhofft. Welchen Stellenwert hat die Immobilienwirtschaft aus Ihrer Perspektive für den Standort Deutschland? Also einen sehr hohen Stellenwert. Wir sehen ja, dass wir weltweit Probleme mit Immobilien haben. Immobilienblasen in Amerika, die ja die ganze Weltwirtschaft mit in den Strudel gezogen haben. Wir haben in Deutschland ein ganz gesundes System. Wir sind weit weg von einer Blase. Und da tragen natürlich auch die Verbände gemeinsam mit der Bundesregierung eine außerordentlich hohe Rolle. Und ich bin der Meinung, das soll in Zukunft auch so bleiben. Für mich wäre es schön, wenn die Öffentlichkeit das noch wesentlich mehr wahrnehmen würde. Was die Öffentlichkeit ja sehr stark wahrnimmt, sind die Themen bezahlbares Wohnen. Dabei muss man, denke ich, auch differenzieren, wenn wir uns anschauen, es gibt einige Regionen in Deutschland, einige Ballungszentren, wo wir Wohnungsmangel haben, wo hohe Nachfrage ist. Auf der anderen Seite gibt es auch Regionen, wo wir genau das Gegenteil feststellen, wenig Nachfrage. Welche Antwort kann die Politik darauf geben? Also die Heterogenität der Märkte ist in Deutschland sehr interessant. Wir haben insbesondere im Osten, allerdings auch im ländlichen Raum, einen Überschuss an Wohnungen und in Ballungszentren und das verstärkt sich noch. Einen Mangel, vor allen Dingen an bezahlbarem Wohnraum. Wichtig ist hier eins, wir müssen in den nächsten Jahren dort, wo der Mangel herrscht, bauen. Wir müssen entsprechende Anreize schaffen, das werden wir tun. Ziel ist mindestens 250.000 neue Wohnungen pro Jahr in den nächsten 5 Jahren zu bauen. Und ich denke, da werden wir hinkommen. Wir müssen allerdings auch in anderen Bereichen, im ländlichen Raum, auch noch in großen Städten, in den neuen Bundesländern, müssen wir im Grunde genommen noch Wohnungen rückbauen. Herr Staatssekretär, haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen.